Hi Leute, also schaut euch das mal an. Ich weiß gar nicht, ob der neu ist. Ich glaube, er ist neu. Wir befinden uns gerade im Vor- oder am Vor eben EMAL. Und das ist ein Sherman-Panzer, der heftige Beschussspuren aufweist. Die gingen auch alle durch, wie ihr seht. Und der Turm sieht ganz, ganz schlimm aus. Mich würde mal interessieren, welche Waffe das angerichtet haben kann. Sieht irgendwie aus wie 2 cm. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so heftig wirken kann auf Panzerstahl. Der Panzer hat ja nicht unbedingt die dickste oder stärkste Panzerung. Aber selbst hier, wo zusätzlicher Wandschutz aufgebracht wurde, ist es durchgegangen. Also das ist schon bezeichnend. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Und da gehen wir übrigens gleich rein. Also die haben auf jeden Fall was gemacht. Hier vorne diese Beobachtungsglocke ist neu. Das Tor, das belgische Tor ist auch neu angestrichen, meine ich. Oh, ich freue mich auf jeden Fall schon auf drinnen. Wir haben ungefähr 1 Grad. Das ist auf jeden Fall nicht so warm. Und man kann hier schon die Beschussspuren erkennen und einen Esel. Ja, da vorne kommt ein Esel auf uns zu. Der hat irgendwie nicht so Bock auf uns, glaube ich. So, und da gehen wir natürlich kurz hin. Hier vorne ist nämlich auch noch eine flankierende Eingangsverteidigung. Ich weiß gar nicht, die habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber aufgrund des Esels weiß ich gar nicht, ob wir da hinkommen. Da kann ich jetzt gerade mal nicht hinluchsen, da sind Kinder. Die will ich jetzt nicht mit auf die Kamera nehmen. Also hier sehen wir eine große Mauer und darüber auch sehr steil hochgehendes Gelände. Da hätte man auf jeden Fall Schwierigkeiten gehabt, das zu erobern. So, 2 Bewaffnungen kann ich erkennen. Leider von hier aus nicht. Welche sind? Obendrauf sehen wir nochmal eine Beobachtungsglocke. Und auch hier scheint gekämpft worden zu sein. Das wäre jetzt oberdreist, hier rüber zu gehen. Besonders, weil hier Schafe sind. Vielleicht ist das der Förster. Und genau, jetzt kommt der hier zu mir. Ich glaube, der will Streichereinheiten. Ich weiß auch nicht, ob es dann so eine gute Idee ist, da drauf zu gehen. Aber die Bewaffnung sehen wir auf jeden Fall gleich nochmal. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, das ist der Haupteingang zum Fort. Das belgische Fort eben EMAL war damals das modernste Fort weltweit. Galt natürlich, wie so viele Sachen, als uneinnehmbar. Aber die Geschichte hat uns ja gezeigt, das war nicht so. Panzersperren. Belgisches Tor, auch Panzersperren, aber auch Infanterie. Eins alleine hat natürlich gar nicht gewirkt. Die waren aneinander montiert und so konnten, selbst wenn Panzer, schwere Panzer dagegen gefahren sind, die immer nur einen Teil zurückziehen. Weil das Gewicht von allen belgischen Toren war dann so heftig, dass die Panzer es auch nicht geschafft haben. Ich glaube, die waren damals nicht im Boden verankert. Das ist jetzt nur hier, damit es nicht wegrollt. Beziehungsweise jemand es vielleicht wegrollt. Und die Glocke hier ist neu. Würde mich mal interessieren, woher die kommt. Oder wo die herkommt, so rum und richtig betont. Kampfsprung gibt es auf jeden Fall auch. Wie ihr hier seht. Also hier, da oben sehen wir auch, dass die Treffer gewirkt haben. Spannend. Und hier wurde eine Geschützkuppel nachgeahmt. Oh, die Tür ist auf. Das ist auch noch nicht der Fall gewesen. Da gehen wir doch mal direkt rein. Wahrscheinlich nichts drin, aber wenn die schon offen steht, dann gucken wir auch mal rein. Taschenlampe ist natürlich dabei. Oh. Okay, Taubenverschlag. Alte Munitionskisten. Oh, ist nicht dein Ernst. Krass. Explosive Projektiles. Vor Kanonen. Schaut euch das mal an. Oh. Und das hat sich ja mal gelohnt, hier zu gucken. Alte Stühle, wahrscheinlich für Obdachlose hier.
geht ja direkt schon was los, ey. Alte Dokumente. Ich hoffe mal, dass ich hier alleine bin. Oh, guck mal hier. Das ist ja schön. Das ist doch auch mega alt. Krass. Noch eine weitere Box für Munition. Alte Strahler an der Decke. Kamin. Scheint aber nur Deko gewesen zu sein, der Kamin. Okay, Pizza. Krass. Oh, da freut er. Random Leipzig, weiß er was. Jetzt noch raus. Und hier haben wir auch nur ein Spielbecken. Und hier leer. Und hier ist auch leer. Okay. 1982. Heftig. Was haben wir hier noch? Da müsste es doch auch eigentlich noch eine zweite flankierende Eingangsverteidigung geben. So, zu, aber wir haben ja die GoPro dabei. Mal gucken, was ich sehe, wenn ich die Bilder auswerte. Toiletten haben wir da. Ja, ich glaube, es wird Zeit, ins Fort zu gehen. Bis später. So, jetzt stehen wir tatsächlich vorm Eingang. Das ist ein Museum. Wir gucken mal, ob wir irgendwas auf Deutsch finden. Ja, vor eben E-Mail. Kommen Sie einfach rein. 200 Meter weiter in der Galerie finden wir einen Buchshop und die Rezeption. Und 10 Euro kostet der Eintritt. Schwere Bunkertüren, oder in dem Fall ist es ja ein Fort. Mal gucken, wie weit wir hier mit unserem Licht kommen. Auch schwere Bunkertüren. So, bis 16.30 Uhr haben sie geöffnet. Und hier sehen wir die ersten Bilder, wie damals gebaut wurde. Oder, nee, ist nicht die Bauphase, sondern es zeigt das Leben, wie sie damals gelebt haben. Nachgebildete Fotos. Ich denke, das sind computeranimiert. Genau, sind computeranimiert. Und hier haben wir verschiedenste Gasmasken. Heftig. Originalinschriften. Ausgangssortie, aber wir wollen natürlich rein. Die Fenster vom Meer. Ich glaube, nicht rauchen oder so heißt das. Wow, schaut euch mal den Gang an. Heftig. So, Block 1. Block 2. Vielleicht waren hier irgendwann mal Bilder, Abbildungen. Das könnte sein. Ansonsten macht das ja keinen Sinn. Ja, ich denke, hier waren irgendwann mal Bilder. Schade, dass die nicht mehr da sind. So, ich melde mich noch mal, wenn ich bezahlt habe. Bis gleich. Also hier war ich gerade drin. Ohne euch. Dann bin ich hier ohne Lampe reingegangen. Und da habe ich mich ultra erschreckt, weil da eine Puppe steht und mich anguckt. Also wir sind hier im Kohleraum. So ein Fond musste natürlich auch beheizt werden. Das hat man zur damaligen Zeit mit Kohle gemacht. So, hier befinden wir uns auf dem Weg zu den Zellen, die zur Bestrafung genutzt wurden. Das ist alles noch kostenfreier Bereich. Ich habe also noch nicht bezahlt. Und oh, wieder, mein Gott! Wieder eine Person darin und ich habe mich wieder mal erschrocken. So.
besser. Ja, stellt euch mal vor, ihr müsst da drin ausharren. Und noch eine. Die habe ich beim letzten Besuch gar nicht gesehen. Interessant. Boah, nur ein Bett, ein Besen. Das ist natürlich schon hart, Leute. Und die letzte. Was haben wir hier? Das ist zu leider, sonst hätten wir da mal reingucken können. So, mal gucken, wann wir bezahlen können. So, auch das ist noch im kostenfreien Bereich die Notstromversorgung. Schiffsdiesel. Sieht man natürlich aufgrund der Gitter nicht so gut. Stromversorgung. Wunderbarer Zustand, Leute. Das ist modern. Und hier sehen wir noch weitere Schiffsdiesel. Nochmal so. Traumzustand. Also entweder hatte ich letztes Mal Pech oder dieses Mal Glück. Allerdings war letztes Mal auch Corona-Zeit. Hier ist der Kesselraum, der war letztes Mal abgeschlossen. Und für den Kesselraum hat man letztendlich die Kohle benutzt. Ich denke, dass es vielleicht sogar nur für Warmwasser war. Das ist leider nicht mehr zu sagen. Jedenfalls zu rekonstruieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesamte Bauwerk mit diesen zwei Öfen aufgeheizt wurde. Vielleicht gibt es aber auch noch eine weitere Küche. Und die Toiletten. Oder duschen? Duschen wird das. Genau. Oh. Ja, Platz hat man auf jeden Fall nicht. Sehr, sehr eng. So, das ist der Blick. Da ist quasi die Kasse. Aber wir versuchen da so wenig Menschen wie möglich drauf zu nehmen. Und hier sehen wir Skizzen und Pläne von dem Fonds. Das ist ja der Haupteingang, wo wir gerade reingegangen sind. Und hier sehen wir ein Modell von dem Fonds und einige Ausstellungsstücke. So, wir haben jetzt 10 Euro bezahlt, völlig okay für den Preis, und 2 Euro für diese Karte. Normalerweise ist der Werbe- oder Prospektmaterial immer gratis, hier leider nicht, aber wir kriegen auch ordentlich was geboten für den Preis, nämlich hier oben ist der Rundgang, der übrigens kostenfrei ist, also jeder, der mit seinem Hund oder so Familie mal spazieren gehen möchte und kein Geld ausgeben möchte, kann das hier. Aber das Interessante ist, und das werde ich euch dann immer vorlesen, sind entsprechend die Erklärungen für die jeweiligen Bunker bzw. Bauwerke. Und das ist die Stube des Kommandanten, auch gut geheizt hier. Hatte natürlich seinen Adjutanten, der alles mitgeschrieben hat. Das war seine Unterkunft. Und hier geht der Rundgang lang. Sehen wir uns gleich wieder. Also, ein wunderbar netter Mensch. Er hat mich gerade darauf hingewiesen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, den Film anzuschauen. 111 Stufen habe ich, glaube ich, vor mir jetzt gerade. Und man kann die sogar noch teilweise erkennen, dass die dritte oder die Stufen eingetreten sind, aufgrund der Firmenbelastung. So, da geht es auch schon los. Also, ich habe gerade einen Film geschaut und da ging es um das Fonds natürlich und wie es damals eingenommen wurde. Mega interessant. Also jedem nur empfehlen, dass er sich dieses Video auf jeden Fall anschaut. So, und bevor ich unter eine Luftglocke muss, Sauerstoffzelt, melde ich mich gleich nochmal zurück. Bis gleich. So, und das ist der Grund, warum ich immer eine Taschenlampe mit dabei habe. Es gibt ja häufig in so Fonds auch Bereiche, die man
quasi besichtigen kann. Aber ohne Taschenlampe, ohne Licht sieht man nichts. Schaut euch das mal an. Bleche mit Einschussspuren, ganz viele. Und anscheinend auch aufgrund von des Beschuss massiv an Verformungen. Also richtig interessant. Hier wäre man ohne Licht aufgeschmissen. Seht ihr? Für jeden, der sich mal gefragt hat, wie so eine Hohlladung aussieht, halbrund, 12,5 Kilogramm und das ist quasi die kleine und das hier die 50 Kilogramm. So, das ist die große Hohlladung, bestand aus zwei Teilen. Das ist die kleine Hohlladung und eine geballte Ladung und eine Sprengbüchse, alles nebeneinander. Und solche Löcher haben die dann in die Wände gerissen. Bis zu 35 cm Stahlbeton konnte das durchbrechen. Und bis zu 25 cm Stahl, Vollstahl. Das sind Abwurfbehälter, da war entsprechend das Material drin, Gewehre und so weiter. Und Freunde von Uniformen kommen hier natürlich auch auf ihre Kosten. Fritz, schau mal, wie er sich freut. Ja, der hatte damals auch gut lachen. Innerhalb von 32 Stunden wurde das Fonds entsprechend eingenommen. Ein Riesengewinn für die deutsche Wehrmacht, auch psychologisch. Und hier haben wir einen Stahlteil, wahrscheinlich durch die Kleine, komplett zerstört und verbogen. Ja, hier wurde operiert. Der arme Kerl. Auch noch alles original vorhanden. Und hier war der Dentist, der Zahnarzt. Hi, meine Freunde. Also, ich bin ein bisschen traurig. Ich hatte ja eigentlich vor, heute in die Kuppeln reinzugehen. Das bedeutet in die Geschützbettungen. Das geht leider nicht. Aktuell gibt es zwar die Möglichkeit, in die 122 mm Kanone reinzugehen, Zwillingskanone übrigens, genau in der Mitte vom Fort. Aber dafür muss man eine Spezialführung buchen. Das wusste ich leider nicht. Während Corona war ich ja schon mal hier. Und da hatte ich die Möglichkeit, quasi bis zu einem Kampfblock vorzugehen. Und die Kampfräume waren verschlossen, weil die halt zu eng waren und die Ansteckungsgefahr zu groß. Deswegen bin ich heute hingefahren und hatte die große, große Hoffnung, dass ich mir den Block angucken kann. Aber leider geht das nicht. Nächstes Jahr gibt es zwei große Kampfblöcke, die dann zu besichtigen sind. Aber erst nächstes Jahr, ich meine, wir haben jetzt Dezember, also dauert wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Was mir aber aufgefallen ist, die Guides hier, mega freundlich. Die Dame an der Kasse, mega freundlich. Also, ich komme auf jeden Fall wieder und hoffe dann, dass ich auch die Geschütztürme von innen sehen kann. Und ich werde mal auf die Webseite gucken und dann werde ich mir diese Führung buchen. Also in Summe, natürlich kann man diese Tour alleine machen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Aber man kommt in viele Sachen leider nicht rein. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall eine Tour zu buchen, einen Guide zu buchen. Da kommt ihr halt auch da rein, wo halt die große Hohlladung gezündet wurde und das war dann der ausschlaggebende Punkt, warum das Fort so schnell aufgegeben wurde. Ich war schon mal da, ich hoffe mal, dass ich die Videos mit einblenden kann, dann würde ich das natürlich auch tun. Und ja, jetzt gehen wir aber trotzdem noch mal raus und gucken uns die Dinge von oben an. Alles klar, bis gleich. Da sind wir jetzt hergekommen. Und hier, wir befinden uns gleich auf dem Plateau, können wir die Kampfspuren von der damaligen Zeit noch erkennen. Ein Granat- bzw. Bombentrichter. Da ist noch einer. Also das Fort wurde ja natürlich aus der einen Seite, oder auf der einen Seite von den Deutschen aus der Luft bombardiert. Allerdings haben auch die umliegenden Forts, die belgischen Forts,
Deckung gegeben, beziehungsweise haben dann selber das Fort beschossen, um die Deutschen entsprechend zu vertreiben. Aber die hatten die Bunker schon geknackt und haben sich daran oder darin in Sicherheit gebracht. So, also, wir befinden uns gerade an der Artillerie-Kasematte Wiese 2. Und ich lese euch das mal vor. Die drei 7,5 cm Schnellfeuerkanonen waren nach Süden gerichtet. Diese Kasematte wurde am 10. Mai 1940 von Bomben der deutschen Luftwaffe angegriffen, schießt aber bis zum Fall der Festung weiter in Richtung Ternayen und Eisden. Das ist Niederlande. Ja, habe ich wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, bin aber auch kein Niederländer. Ja. Und da sehen wir die dritte. Mich würde interessieren, was Schnellfeuer heißt. Dafür müsste man wahrscheinlich entweder die Information haben oder man müsste selber mal reingehen und sich das anschauen. Ab nächsten Jahr soll das ja möglich sein. Schaut euch das Ding mal an. Riesiger Block. So, hier sehen wir das Lüftungsbauwerk abgerundet. Falls eine Bombe hier das Bauwerk treffen sollte, dann schlägt die nicht auf den Beton auf, sondern prallt im besten Fall ab und geht hier im Erdreich nieder. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Plateau und wir blicken gerade auf die Artillerie-Kasematte Maastricht 2. Und ich lese wieder vor. Die Artillerie-Beobachtungskuppel wird durch eine 50 Kilo Hohlladung zerstört. Die beiden Beobachter werden getötet. Eine Kanone wurde von einer Hohlladung von 12,5 Kilo in der Kasematte geschleudert, wobei drei Kanoniere getötet wurden. Also man hatte quasi hier die Hohlladung auf so ein Geschütz drauf montiert. Die wurde gezündet und dann ist die Kanone nach hinten geprallt und die Soldaten da drin sind gestorben. So, und das ist der Blick über die quasi über das Plateau. Hier vorne sehen wir eine Artilleriekasematte, da hinten sehen wir einen Beobachtungsbunker. Da sehen wir das große 12,2 cm Geschütz, Zwilling. Dahinter auch noch eine Kasematte und hier vorne ist auch noch ein Beobachtungsbunker. Und die Karte hat sich auf jeden Fall gelohnt. 2 Euro kann man auf jeden Fall ausgeben. Und da, wo wir stehen, wenn wir uns umdrehen, ungefähr hier, ist ein Gleiter runtergegangen und hat dann entsprechend mit den Soldaten gewirkt. So, wir befinden uns jetzt oberhalb der Kasematte, Maastricht 2. Hier haben wir natürlich noch mal einen viel besseren Blick über das Plateau und auch über die Geschütze. Natürlich massive Bauweise. Und hier vorne ist die Geschützkuppel, von der erzählt wurde. Ich habe mir die gerade auch schon angeschaut und tatsächlich, wir können die Spuren der Hohlladung erkennen. Hier seht ihr die. Nur mal zum Größenvergleich, meine Hand passt hier locker rein, zweimal sogar. Das könnte fürs Periskop gewesen sein. Wir haben jetzt zum Glück eine Taschenlampe dabei. Und boah, kommt warme Luft raus. Aber da sieht man nicht viel. Ja, komplett mit Müll zugelagert. Also die beiden Soldaten sind bei dieser Explosion gestorben. Die haben das nicht überlegt. Und hier sehen wir sogar noch einige Kampfspuren, höchstwahrscheinlich von MG. Seht ihr? Die konnten der Kuppel natürlich nichts dran haben. Genau. Gehen wir mal weiter. Das ist der Artillerieturm Süd mit Verteidigungsbunker. Wir gehen einmal auf das Bauwerk drauf. Und auch hier kann ich wieder etwas vorlesen aus unserem Guide. Aber vorher gucken wir uns einmal hier um. Hier die Ösen waren, um Tarnnetze zu befestigen. Ich mit meiner Höhenangst. Oh ja, also wenn man hier runterfällt, hat man echt ein Problem. Das ist der Graben, Verteidigungsgraben. Und dann lese ich mal vor. Also eine Hohlladung, wir können es auch hier wieder erkennen. Detonierte auf dem eingefahrenen Turm, genauso wie er heute eingefahren ist. Die beschädigte Kanone kann repariert werden und wird bis zur Kapitulation weiter auf die Niederlande feuern, wo deutsche Bodentruppen versuchen, eine Pontonbrücke über die Maas zu bauen. Also wurde zwar beschädigt, konnte aber dann entsprechend noch genutzt werden. Und das müsste eine Beobachtungskuppel sein, ganz genau. Hier sehen wir die. Und die hat dann entsprechend den Graben beobachtet
und der konnte dann verteidigt werden. Damals gab es keinen Bewuchs, das ist alles nach dem Krieg entstanden hier. Und ich glaube, dieser Turm soll auch wieder geöffnet werden für die Allgemeinheit. Schade, dass man da nicht runterkommt. Es ist definitiv viel zu bewachsen. So, da bin ich wieder. Wir können hier extreme Kampfspuren erkennen. Ich komme leider wahrscheinlich nicht darunter, aber wir kommen auf jeden Fall auf das Bauwerk. Auch hier muss man wieder höllisch aufpassen, dass man nicht hier in diese Lianen sich verheddert und dann hier runterstürzt. Deswegen gehe ich, glaube ich, mal besser hier lang. Ich habe hier die eine Hand gar nicht frei. Da ist die GoPro drin. Auf der anderen habe ich unser schlaues Buch. Und hier kann man richtig schön erkennen, dass man in den Bunker so Sichtbahnen reingebaut hat, dass die Beobachtungsmannschaft entsprechend looken konnte. So, mal schauen, was wir hier finden an Informationen. So, müsste der Verteidigungsbunker 4 sein, genau. Also ich lese mal vor. Der Beobachter in der Beobachtungswolke wurde in den ersten Minuten des Angriffs durch eine Hohlladung getötet. Hat man hier betoniert, wahrscheinlich war die offen. Trotz schwerer Bombenangriffe feuerte der Bunker weiter, bis die Festung fiel. Genau. Also hier war das entsprechend die Grabenverteidigung. Und da vorne kann man sogar runter. Mal gucken. Das probieren wir gleich mal. Oder ich wäre natürlich auch nicht Schlachtfeldbegehung, wenn ich nicht abseits der normalen Wege meine Exkursion fortführen würde. Wir befinden uns jetzt in diesem Graben am Anfang. Da seht ihr mal, wie hoch der ist. Ich würde ihn ungefähr auf 3,5-4 Meter schätzen. Mal schauen, ob man das erkennen kann. Ja, 3,5-4 Meter. Und ich möchte einmal zu diesem Verteidigungsbunker hin, den wir gerade von oben gesehen haben. Und auf dem Weg dahin habe ich noch was Spannendes gesehen. Also die Schukas haben wir hier angegriffen. Das war übrigens die erste kombinierte Luft-Boden-Operation, die es überhaupt gab. Und die wurde entsprechend hier von deutschen Elitesoldaten durchgeführt, die 6 Monate lang in einer absoluten Geheimhaltung trainiert haben. Und 10 Minuten bevor die Deutschen über die belgische Grenze einmarschiert sind, haben entsprechend die Lastensegler hier gelandet und haben das Fort in sehr, sehr kurzer Zeit übernommen. In Summe gab es knapp 1390 Tote, inklusive der belgischen Zivilbevölkerung. Und hier wird wahrscheinlich entweder eine Bombe von einer Stuka gewirkt haben oder ein sehr großes Kaliber. Aber schaut euch mal diese Riesenteile an. Oder sie wurden einfach nur hier runtergebracht. Das kann natürlich auch sein. Schauen wir uns mal an. Ja, oder das ist einfach nur Aushub, Schutt. Ja, dann wurde ich ein bisschen in die Irre geleitet. So, und da vorne kommt der Beobachtungsbunker. Und übrigens mein erfolgreichstes Video auf Instagram. An dieser Stelle kleine Werbung. Ich glaube, 6,3 oder 8,3 Millionen Aufrufe hat das Video bekommen. Unfassbar. Hat mich irgendwie 80.000 neue Follower gebracht. Richtig krass. Und das zeige ich euch jetzt mal. Werbung aus. Dort heiße ich übrigens randomlife-80. Schaut euch das mal an. Das ist so krass. Das ist wirklich so krass. Die Kanone, auch Schnellfeuerkanone müsste das gewesen sein. Die hat ordentlich was abgekriegt. Hat sogar eine, die ging fast in den Lauf rein. Ach nee, natürlich. Kampfanwirkungen. Unfassbar. Artillerieturm Nord. Gehen wir mal drauf zu. Also der Bunker hat auf jeden Fall einen Anstrich bekommen, damit das Wasser abperlt. Oh ja, hier ist auf jeden Fall auch eine Hohlladung und ein Hund hat anscheinend da reingekackt. Ja, da seht ihr das mal, was das für einen Abdruck macht. Und ich lese euch mal vor, was hier steht. Ein Hebeturm mit zwei 75 mm Kanonen und einer Reichweite von 10 Kilometern. Der Bunker
Unter dem Turm hat eine Infanterieausgang. Der Turm wurde deaktiviert, indem zwei Hohlladungen von jeweils 50 Kilo an derselben Stelle gezündet wurden. Also zwei Stück wurden hier gezündet. Puh. Obwohl die 40 cm dicke Panzerung nicht vollständig durchbohrt wurde, wurde der Turm außer Gefecht gesetzt. Der Infanterieausgang wurde durch eine 12,5 Kilo schwere Hohlladung zerstört, wobei einer getötet und mehrere verletzt wurden. So, da vorne ist die große 122 mm. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, erschrecke ich mich vor diesen Personen. Also, 2 x 7,5 cm, zwei Hohlladungen hat es benötigt, um hier diesen Turm zu deaktivieren. Allerdings sind selbst die beiden Hohlladungen mit 50 Kilo jeweils nicht durch die Panzerung gekommen. So, und wir gehen mal weiter. So, und hier sehen wir den Eingang. Und leider verschlossen. Das wäre natürlich richtig klasse, wenn das Ding auf wäre. Mal gucken, ob wir einen Blick reinblicken können. Taschenlampe habe ich ja dabei. Und? So sieht das schon aus. Seht ihr das? Wir befinden uns jetzt hier mitten auf der 120 mm Geschützstellung. Ich habe, glaube ich, 122,2 mal mehrfach gesagt. Das ist eine 120er und Zwilling. Das bedeutet, wir haben hier zwei Läufe direkt nebeneinander. In der Vergangenheit waren die Kästen auf, dass man reinschauen konnte. Das ist leider nicht mehr der Fall. Auch hier die Einwirkung einer 50 Kilogramm Hohlladung. 60 cm steht in dem Führer drin. Hat die Hohlladung allerdings dann nicht zerstört. Dieser Turm wurde aber außer Gefecht gesetzt, indem man die beiden Geschützrohre entsprechend mit Sprengstoff gefüllt hat und dann dadurch die Geschützkuppel zum Zerstören gebracht hat. Sagt man Zerstören gebracht hat? Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau, war ein langer Tag. Ja, so sieht das Ding aus. Unvorstellbar. Die Frage ist, was das hier ist. Sieht aus wie ein kleines Geschützrohr, aber das macht ja irgendwie gar keinen Sinn. Oder? Was meint ihr? Das würde mich mal interessieren. Der ist zu besichtigen übrigens. Mit einer Sonderführung. So, das ist das Plateau. Hier waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da noch nicht. Da kommen wir gerade her. Und wir gehen jetzt genau dahin. So, Artilleriekasematte Visee 1. Die Kanonen wurden durch Sprengungen von Sprengstoff in den Kanonenläufen deaktiviert. Ja, das hapert so ein bisschen mit Übersetzung. Also wahrscheinlich hat man Sprengstoff vorne reingesteckt und dabei sind die Geschützläufe dann entsprechend kaputt gegangen. So Leute, ich bin echt froh, dass ich diesen Weg noch gemacht habe. Wir befinden uns hier an dem Maschinengewehrbunker MI Nord. Der Bunker hat einen Infanterieausgang und drei Maschinengewehre feuerten nach Norden, Süden und Südwesten des Massivs. Die Artilleriebeobachtungskuppel, die befindet sich oben drauf, wurde von einer 50 Kilogramm Hohlladung ausgeschaltet und außerdem wurde hier eine Hohlladung entsprechend montiert und hat ein 60 cm großes Loch in diesem Bunker gefetzt. Und hier haben sich dann die deutschen Soldaten verschanzt, als die anderen Forts das Fort hier oben auf das Plateau geschossen haben, um die Angreifer zu vertreiben bzw. zu töten. Gefechtsfeldbeleuchtung, weitere MG-Scharte und ich würde sagen, wir gehen mal hoch. Jetzt wisst ihr auch, warum ich immer so schwer atme. Der Boden ist ziemlich herausfordernd. Ja? Aua. Und ja, mein Long-Covid ist halt auch noch nicht 100% weg. Also seht es mir nach, wenn ich an der einen oder anderen Stelle mal schwer atme. Genau, das ist die Beobachtungskuppel. Hier sehen wir die Wirkung der Hohlladung. Riesengroß. Periskop war da drin. Heftig. Hier konnte entsprechend das Plateau verteidigt werden. Aber die Angreifer hatten so ein gutes Überraschungsmoment. Die sehr schlecht ausgebildeten belgischen Vorsoldaten hatten keinerlei Chance
und waren, nachdem diese 50 Kilogramm Hohlladungen explodiert sind, auch sehr schnell demotiviert. So, wir gucken uns nochmal, wow, den Bereich an. Also auch für die schlechte Tonqualität. Ich habe mir extra das Media-Kit gekauft, aber das Mikrofon hier drauf ist echt schlecht. Ich werde auf jeden Fall auf ein Rode umsteigen oder wenn ihr Empfehlungen habt, könnt ihr mir gerne auch Empfehlungen aussprechen. Auch hier, das war der Infanterieausgang. Und dann konnten hier entsprechend die Soldaten raus. Ja, hey Leute, also es ist Zeit, Adieu zu sagen. Wir haben hier, glaube ich, noch das letzte Verteidigungsbauwerk. Genau, hier haben wir eine MG-Scharte. Und die hat entsprechend diesen Bereich verteidigt. Gefechtsfeldbeleuchtung. Hier wurde anscheinend nicht gekämpft. Genau. Also, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen. Und ihr wertschätzt das, dass ich auch quasi diese ganzen Impressionen mit euch teile. Hier haben wir nochmal Gefechtsfeldbeleuchtung. Das mache ich sehr gerne. Ich nehme wahr, dass der ein oder andere Hater-Kommentar auch leider dabei ist. Oh, das muss ich euch nochmal zeigen. Ist doch noch was zu sehen. Das ist wahrscheinlich so auf YouTube. Bei TikTok und bei Instagram kenne ich das nicht. Aber hier auf YouTube habe ich das leider häufiger. Und aber die Leute, die das feiern, das freut mich natürlich. Freut mich über die tollen Aufrufzahlen, über die tollen Likes, über die Follower, die ich dazu gewonnen habe. Nette Community auf jeden Fall, die dazu gekommen ist. Und ich zeige euch jetzt hier nochmal die Wirkung einer Hohlladung. Wie gesagt, Gefechtsfeldbeleuchtung. Hier war eine Kanone, vielleicht ein MG montiert. Und hier hat er entsprechend eine 50 Kilogramm Hohlladung gewirkt. Und wie sie gewirkt hat, das sehen wir immer noch. Es ist wirklich unfassbar, welche Zerstörungskraft 50 Kilo in eine Richtung gelenkt verursachen. Also von daher, ich würde mich auf jeden Fall immer über einen Kommentar freuen. Auch kritische Kommentare wegen Soundqualität werde ich auf jeden Fall dran arbeiten. Ich habe mir extra was Neues gekauft. Funktioniert leider nicht so gut. Ja, GoPro ist gerade leer gegangen. Also von daher, ich würde mich über einen Kommentar freuen. Nicht zu kritisch. Über ein Follow natürlich auch. Könnt auch gerne meine anderen Social Media Kanäle anschauen. Also ich bin auf TikTok, ich bin auf Instagram und natürlich hier auf YouTube, übrigens auch YouTube Shorts, könnt ihr euch auch mal angucken. Da kann man ja Videos bis zu einer Minute hochladen, aber das kennt ihr bestimmt schon alle. Da habe ich ganz viele Panzervideos drin. Und schaut euch gerne auch mal meine anderen Videos an. Und in diesem Sinne, ich verabschiede mich bei euch und noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Random Life. Das muss ich euch unbedingt noch zeigen, Leute. Das ist der Notausgang von vor eben EML. Und zwar wurde hier mit deutschen Stukas angegriffen. Nachdem der Angriff fertig war, sind die deutschen Elitesoldaten hingekommen, haben oben die Panzerglocke mit einer Hohlladung zerstört. Dabei ist ein Mensch, ein Soldat gestorben. Und nachdem das voreingenommen war, hat ein deutsches Filmteam Propaganda durchgeführt und hat hier den Angriff auf das Fort eben EML nachgestellt. Und von diesem Dreh sind dann auch diese Kampfspuren auf jeden Fall extrem imposant. Hier sehen wir sogar einen Durchschuss. Die Kanone hat einige Treffer abbekommen. Auch hier wurde höchstwahrscheinlich eine Hohlladung eingesetzt. Genau kann ich es natürlich nicht sagen. Hier sehen wir auch die Auswirkungen der Detonation. Und wir gucken uns das Bauwerk natürlich auch noch mal von der anderen Seite an. Wirklich massiv. Und hier sehen wir auch weitere Kampfspuren. MG-Scharte. Und hier, das ist natürlich richtig krass, die Auswirkungen der Explosion.